Hallo. So, läuft alles? Super. Herzlich willkommen zurück bei mir, Kuma Let's Plays und Minecraft. Dann sind die Leute noch am Runnen. Stockeln. Ach. Letztes Mal die Sendung als Bergwurm. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich würde das gerne wiederholen. Auf der einen Seite, um ja, vielleicht noch ein paar Dinge zu finden, Dias. Und auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, auch wenn wir da unten alles aushöhlen, so schlimm ist das nicht, weil da haben wir Platz für weitere Maschinen und Dinge und. Von dem her. Von dem her habe ich das Gefühl, komm, lass uns Dinge tun. Lass uns noch ein bisschen graben. Ich hoffe, dich langweilt's nicht. So, Kohle ist okay. Gut. Wir werden aber erstmal ganz kurz Dinge, die wir nicht brauchen, hier lassen. Und zwar das hier. Buch nehme ich eins mit. Nee, zwei. Die Dias können wir auch noch wegtun. Hier schmelzen wir Eisen ein. Da haben wir 12 total. Was braucht es hier, um das zu reparieren? Das wäre vielleicht noch spannend. Um zu gucken. Zwei, drei. Kostet 4 Levels. Ach komm, das machen wir. Warum auch nicht? Da haben wir noch 9. Das ist super. Das lassen wir hier. Schaufel muss ich noch eine machen. Eisen. 64 lassen wir hier. Kohle. Wo habe ich Kohle? Lass uns noch ein paar Stickies bauen. Haben wir hier noch Holz? Erde. Hier habe ich noch Oak Logs. Gibt es auch nicht so viele Stickies irgendwie? Hier? Auch nicht. Hier auch nicht. Oh, da muss ich kurz runter haben. So wie es aussieht. Und hoppala. So. Sehr gut. Dann werden wir unten nochmal, ja, vielleicht eine Folge, vielleicht 30 Minuten oder so. Eine Folge oder zwei. Komm, wir machen zwei Folgen. Mach mal zwei Folgen nochmal Gedöns da unten. Das ist gut. Eisen behalten wir hier. Brauche ich das? Bucket? Nee, habe eh kein Wasser dabei. Dann das will ich haben. Fackeln mache ich sicher. Dann eine Schaufel noch. Und den Rest, den können wir unten organisieren. Aber ich glaube, komm, nehmen wir noch Holz mit. Ja, ja, passt.
Dann Bücher hier rein, Spinnenauge nach hinten. Vorerst mal einfach reinschmeißen hier. Apfel lassen wir hier. Bogen können wir auch hier lassen. Wir haben eh keine Pfeile. Gut. Aber ich denke, dann können wir so nochmal runtergehen und noch ein paar Diamanten suchen. Irgendwann finden wir sie. Ich weiß es. Die 20, 30 Stück, die ich gerne hätte. Hier habe ich alles mitgenommen, das ist gut. Hier ist auch alles weg. Dann können wir hier mal weiter. Sicher nicht interessant zum Zugucken, aber für mich sehr wichtig jetzt gerade. Wer weiß, was wir hier noch finden. Gucken wir mal hinten nach hier. Hier ein bisschen nach hinten. Wir machen Bergwurm 2. Gut. Das wird man sehen. Machen wir hier nochmal. Dann hier. 1, 2. Hier hat's. Ich dachte, hier hat's. Demnach. 1, 2. Dann mal in die Richtung. Eins, zwei. Gut. Guck mal hier nach. Auch nichts. Naja. Aha.
War das so? Das ist die falsche. Ich hätte nicht gern die schnelle hier, sondern die gute, normale, alte Eisenaxt. Hallo. Ach komm, lass sie kommen. Schlecht ausgeleuchtet da hinten. Komm. Oder hier? Ich weiß es nicht. Naja. Kohle ist auch immer wichtig. Nehmen wir mit. Und ja, wir leveln. Das ist auch wichtig. Sehr gut. Oh. Das war der Ausgang. Vielleicht sollte man den nicht unbedingt weggraben. Haben wir noch 64? Mehr Fackeln ist immer gut. So. Einfach, dass hier gut ausgeleuchtet ist. Sehr gut.
Dann. Wir finden hier schon noch was, ich sag's euch. Lass uns mal noch gucken. Ein paar Meter weiter. Redstone, immer gut. Nehmen wir mit. Falsch. Das würden wir dann eher mit normalem Stein machen. Und zwar mit solchen. So, oh, noch mehr Eisen. Sehr schön. Mining, mining, mining. Bis zum Lava-Geblubber, wenn es hier wieder kommt. Lass uns hier noch gucken. So. Eine haben wir noch. Naja, das war nix. Dann zwei rüber. Wie schnell die Zeit hier vergeht. Oh. Ja. Also es gibt demnach auch Lava ohne Geblubber, habe ich jetzt gerade gelernt. Immer vorsichtig sein. Sehr schön. Da unten war er schon.
Dann. Hier gucken. Das mit der Höhe, bin ich mir wieder unsicher. Oh. Zwei. So. Und hier noch eins. Und hier noch mal gucken. Dann machen wir noch ein paar Fackeln, komm. So. Sehr schön. Hier nochmal reingucken. Ist nichts. Gut. Hier Zweier Abstand. Wieder nichts. Und in solchen Momenten würde ich mir wünschen, die Geschichten von Tinker Constructs wieder zu haben. Die Werkzeuge, bei denen ich 3 auf 3 Klötze auf einmal zerschlagen kann. Von dem her, oh. Haben Moss schon ihren Reiz. Und irgendwann wird sicher die Zeit kommen, wo ich dann wieder mal Mods oder Modpacks installieren werde. Müssen wir aber dann entsprechend die Geschichte hier ändern. Dann ist es nicht mehr Vanilla, sondern Schokoladeneis. Machen wir es halt so. Hier wieder Lava.
Weil, was ich ganz ehrlich gesagt auch vermisse, ist so mein ME-Programm, also mein ME-Server. Alles gute Dinge. Vielleicht ist ja hier drunter noch irgendwo Diamantengestein. Was würdet ihr denn, sagt mir mal ehrlich, was würdet ihr denn davon halten, wenn wir hier noch ein paar Mods installieren würden? Halt wirklich weg vom Vanilla-Gedanken. Einfach mal, dass ich so eure Einstellungen dazu verstehen kann. Das wäre spannend. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das halten, wie ihr das finden würdet. So, nur ein, zwei lustige kleine Mods. Nicht allzu wildes. Ist schon lustig, nicht? Oh, Lapis. Der war knapp. Also, komm, gehen wir nach Hause. Also nicht nach Hause. Wir bleiben noch ein bisschen hier unten, aber bauen uns neues Werkzeug. Ich möchte meine Tiergeschichte hier nicht einfach nur so durchlassen. Die Tiergeschichte ist meine Diamantenpickaxe. So. Dann weg, weg, weg. Vielleicht machen wir das sogar so, dass wir sagen, wir machen noch einen Ofen. Und zwar hier. Schmeißen da mal 5 Kohle rein. Hier Eisen. Dann Gravel, Dirt, Stein, alles weg. Sehr gut. Dann machen wir nochmal hier das so, das so. 2 Spitzäxte. Also komm, wir machen noch eine Kiste mit wirklich gutem Zeug drin. So. Also das, was sich lohnt, heimzunehmen. Perfekt.
Würde ich sagen, haben wir so. Und dann geht's weiter in der nächsten Sendung. Hier bei mir, Kuhmann Let's Plays und Minecraft. Bis dann. Tschüss.